In diesem Video gucken wir uns die drei besten Gaming-Mäuse an. Alle Mäuse sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Finde in diesem Video heraus, welche Gaming-Maus die beste ist und worauf es ankommt. Und nun viel Spaß mit dem Video! Rocket Cone Aimo. Gamer, die einen präzise anpassenden DPI-Wert benötigen, könnten sich für die Gaming-Maus interessieren. Sie arbeitet mit einem LED-Sensor und bietet einen DPI-Wert von bis zu 16.000, der sich in 50er Schritten anpassen lässt. Die Gamer-Maus hat eine maximale Abtastgeschwindigkeit von 400 IPS, eine Polling Rate von 1000 Hz und eine Reaktionsgeschwindigkeit von einer Millisekunde. Das 4D-Titan-Wheel ist ein Mausrad mit verbesserter Stabilität. Es ist nach unten sowie nach links und rechts druckbar. Somit stellt es Mausrad und drei Tasten zugleich dar. Das Design der Gaming-Maus beruht auf einer gründlichen Analyse der menschlichen Hand. Sie hat eine ergonomische Formgebung und bietet im Vergleich zu ihrem Vorgängermodell eine einfach zu säubernde Oberfläche und einen verbesserten Halt. Die RGB-Beleuchtung beleuchtet die Maus in 5 Zonen und lässt sich mit Hilfe der Aimo-Software konfigurieren. Die Cone ist in Schwarz oder Weiß zu haben. Optional ist sie im Set mit einem Mauspad oder einer von zwei Tastaturen erhältlich. Die Gaming-Maus ist 8,5 cm breit, 4 cm hoch und 12,5 cm tief. Das Gewicht beträgt 130 Gramm. Logitech G402. Die G402 arbeitet mit der Fusion Engine. Das ist eine ausgereifte Sensortechnik, mit der die Maus eine Abtastgeschwindigkeit von bis zu 500 IPS ermöglicht. Der DPI-Wert lässt sich zwischen 240 und 4000 DPI einstellen. Um den DPI-Wert während des Spiels schnell ändern zu können, ist die Taste für die Umschaltung mit dem Daumen erreichbar. Darunter befinden sich drei programmierbare Daumentasten. Zudem ist die Maus mit zwei programmierbaren Makrotasten ausgestattet, die in dem Rand der rechten Maustaste integriert sind. Die Polling Rate der Gaming-Maus beträgt bis zu 1000 Hz. Durch eine Kombination aus leichten Materialien und gummierten Griffflächen eignet sie sich für lange Gaming-Sessions. Die reaktionsschnellen Maustasten ermöglichen ein schnelles und komfortables Klicken. Die RGB-Beleuchtung ist dezent und beschränkt sich auf das Logitech-Logo der Handballenauflage und drei kurze Striche an der rechten Seite der Maus. Razer Basilisk Ultimate. Diese Maus eignet sich für jeden, der sich die Vorteile einer Wireless-Maus zunutze machen will, ohne eine verzögerte Signalübertragung in Kauf nehmen zu müssen. Sie arbeitet mit der Hyper-Speed-Wireless-Technik von Razer. Dadurch ist sie um bis zu 25% schneller als andere kabellose Gaming-Mäuse. Für die Verbindung zum PC wird ein USB-Adapter mitgeliefert. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 100 Stunden. Eine Ladestation für ein sicheres Aufladen liegt dem Lieferumfang bei. Mit ihrem LED-Sensor erreicht die Gaming-Maus DPI-Werte von bis zu 20.000. Unterhalb des Mausrads befindet sich eine Taste für die DPI-Einstellung. An der linken Seite sind drei programmierbare Daumentasten und an der rechten Seite befindet sich eine programmierbare Taste für die Betätigung mit dem Klein- oder Ringfinger. Aufgrund ihrer unsymmetrischen Formgebung mit Daumenablage eignet sich die Gaming-Maus ausschließlich für die Nutzung mit der rechten Hand.